Hallo und herzlich willkommen bei Curse und Soon-Chin. Mein Name ist Soon-Chin und wir eveln ein bisschen. Ja, Kapitel 13 immer noch, das Opfer. Und wir gehen mal hier durch das Löschchen, was uns da so angelächelt hat. Mir ist gerade im Video aufgefallen, was ich mir angeguckt habe in der letzten Folge. Mein schicker Pullover. Der sieht richtig toll aus hier drin im Video. Das ist mein Weihnachtspullover. Der wird nur zu Weihnachten rausgeholt. Dann auch nur zu Hause, so zum Kuscheln, so warm. Weil ich nämlich eine Frostbeule bin. Na, egal. Müssen wir jetzt mal gucken. Oh, was konnten wir denn noch nehmen? Wir sind nämlich hier gerade in einer Küche, würde ich jetzt mal sagen. Gibt's viel Hirnwasser in einer Küche? Joseph? Mein Freund, ich glaube nicht, dass er Joseph war. Mach mal die Funzel aus. Die Küche des Grauens. Es ist nämlich wieder dieses komische Kackviech bestimmt. Oder was? Guck mal, wir können doch einfach hier rein und dann sind wir weg. Da musst du nicht von Haus zu Haus. Oh, eine Ratte. Ratte! Ratten sind übrigens sehr, sehr saubere Tiere. Habe ich mal gehört. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Oh! Oh oh! Geh weg, geh weg, geh weg! Du Schweinehund. Oh Gott, und jetzt? Na, jetzt ist's warm. Jetzt machen wir erstmal hier alles aus, würde ich sagen. So, einmal. Zweimal. Warum ist die Musik so gruselig? Ich will das nicht. Was ist das? Staubsauger? Was ist das? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Was ist das? Ich hab Angst! Geh weg! Da ist das! Da ist das! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Moment. Ich hab einen Plan. Moment. Das möchte ich haben. Mhm. Wo sind die Scheißdinge? Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, 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 weg. Nein. Wo ist das andere Ding jetzt? Ist weg. Nein, nein, ich bin verbrannt. Ich bin heute richtig hüpfig. Lustige Geräusche. Manchmal ist das richtig peinlich. Wenn man so alleine für sich spielt, ne? Dann zuckt man so zusammen. Aber redet man dann noch währenddessen? Ist ganz vorbei. Ist ganz vorbei. Oh, jetzt machen wir es nochmal so. Ich will nämlich dieses Werkzeug haben. Jetzt macht doch einer mal die gruselige Musik hier aus. Fühl mich nicht wohl. Ja, aber wie soll das denn dann funktionieren? Wie soll ich denn da her? Hallo? Geht doch gar nicht. Moment. Funzel an. Das nehme ich mit. Dann drücke ich V. Weil ich wette, dass ich die irgendwie stilllegen kann. Das Problem ist einfach, dass ich hier doch eigentlich theoretisch nirgendwo langkomme. Da komme ich nicht lang, da kommen so komische Dinger runter. Ich komme da nicht drüber, seht ihr? Ja,
Jetzt sind die Dinger ganz weg. Jetzt kommen sie gar nicht mehr. Da ist Feuer. Wenn ich da jetzt lang gehe, bin ich tot. So wie ich das jetzt verstanden habe. Okay. Scheint geklappt zu haben. Bringt mir aber nichts, wenn ich da vorne gleich wieder kaputt gehe. Da seht ihr es? Vielleicht sollte ich langsam da langlaufen. Wird wieder eine lustige Folge, meine lieben Freunde. Ach ja. Aber ist ja nicht schlimm. Ne? Gucken wir mal auf das böse Telefon des Grauens. Jetzt habe ich aber langsam keinen Bock mehr, die Scheiße hier mal aufzusammeln. Wenn ich es einfach mal richtig machen würde, ne, dann wäre das alles gar kein Problem. Aber nein. Ich muss ja immer irgendwie was verkacken. Mach jetzt. Na, toll. So. So, den möchte ich gleich da rein haben. So, hab ich. Das war der falsche Fall. Noch nicht schlecht. Jetzt geht das Kackteil auch noch hier rein, oder was? Sag mal, spinnst du? Beeilung, 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 Beeilung! Da komm ich nicht durch, da komm ich nicht durch, da komm ich nicht durch. C, C. Okay, okay. Ich brauche ein V. Gib mir ein V! Hi! Er? Kann ihn hier erstellen? Okay. Oh! Nein! Nein! Ich bin dann aber auch immer so hastig, ne? Dann denke ich mir, ja, da ist es. Und dann tot. Auf jeden Fall machen die Dinger schon mal nicht viel Schaden. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, ich komme jetzt weiter. Wäre sehr schön. Tut mir leid. Ich bin ein Noob. Nee, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Wirklich nicht. Also, sonst war das ja irgendwie auch nie ein Problem. Ne? Also, ich komme ja eigentlich mit relativ allen Spielen klar. Eigentlich komme ich mit dem auch sehr gut zurecht. Nur momentan glaube ich, dass ich einfach zu ängstlich gegenüber dem Spiel bin. Und mir dann unsicher bin. Das ist so ein bisschen das Problem. Weg. Warum hat der andere jetzt nicht gesessen? Das kann mir auch keiner sagen, ne? Ich weiß auch gar nicht, wo der hin ist. Der ist komplett weg, der Fall. Frag mich mal. Sag mal! Ein bisschen, ne? Übertrieben vielleicht? Über den Kopf wieder runter, ey. Kommt das Kackteil da schon wieder. Aua! Aua! Lass das! Geh weg! Es tut doch weh, Mensch! Kannst du doch nicht bringen. Okay, sieht doch gut aus. Das
lasst mich in Ruhe. So. Wollen wir das da lang? Ja, wir gehen das da gucken. Was für ein Kackding, ey. Oh, hört ihr es? Genau, ein wenig Ruhe vor dem Sturm. Ja, auch gut. Kaputt machen. Nein. Hier haben wir noch was, hier haben wir noch was. Ich wette, dass wir die nämlich gar nicht voll haben. Der labert wieder nur. So, wisst ihr? Müssen wir erstmal nachladen. Können wir die nämlich auch mitnehmen. Okay, hier ist gar nichts mehr, außer eine Leiche. Okay, sehr gut. Sehr schön. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich wette, jetzt gleich taucht dieser Typ auf. Jetzt. Nein, jetzt. Jetzt. Ja, ja. Kann ich da durchgucken? Nicht so richtig. Bird. Das war mein Handy. Okay. Klar, er hat wieder einen schönen Weg gefunden. Ah, er hat uns schon wieder. Oh! Shit! Komm hier nicht weg! Meine Güte. Was ein Terror, ne? Wir haben es geschafft. Nein. Nein. Nicht gut. Verdammt. Oh, wir stecken fest. Wir stecken fest. Und jetzt? Fuck. Ja, würde ich mal sagen. Licht gibt's auch nicht. Ja, ist dunkel. Und sonst so? Ja, ich fahre gerade einen Aufzug hoch. Ein Speiseaufzug. Okay. Sieht gesund aus hier. Sieht nicht gesund aus. Seht ihr? Ich habe das Auge nämlich gesehen. Ich habe es gesehen. Leer. Da. Mach kaputt. Granaten. Wir finden schon wieder so viele Granaten, ne? Jetzt laden wir einmal hier nach. Ist sicher, ist sicher. Ich wäre lieber rausgefahren hier. Komplett so. Ich sollte jetzt Catman finden. Ja, nee. Du solltest jetzt einfach mal hier abhauen. Ist viel interessanter. Ist viel zu viel Terror. Siehst du das nicht? Wir wollen hier nicht mehr sein. Ist voll... Untersuchen? Was können wir untersuchen? Da sind sie doch. Hier scheint's gut zu gehen. Was hat sie nur vor? Ich hab's doch gesagt. Ich hab's gesagt. Die hat was damit zu tun. Die ist total sicher und läuft hier höher. Ach, ist egal, was hier passiert um mich herum. Ich sag es doch. Die ist in der ganzen Sache komplett mit eingebunden. Ohne Wenn und ohne Aber. Exit. Exit ist immer gut. Aber das nehme ich noch mit. So, kann ich schon wieder was bauen? Na, ach so, die sind voll. Waren eigentlich gerade ganz nett. Ja, super. Kommen wir jetzt hier bitte raus. Ich will hier nicht mehr sein. Es ist laut. Ich kicke die ganze Zeit irgendwelche Dosen um mich herum. Her. Links nach rechts, von oben nach unten. Mach die Tür bitte leise auf. Leise. Zu laut. Kann Leslie nach Hause? Mit dem Zug bis nach Hause? Nein, Leslie. Heute nicht. Du. Beschützt du mich? Ja. Das ist mein Job. Gut, gut, gut. Wenn ich nach Hause komme, werden sie
sich wundern. Es ist nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Halt! Oh oh. Du verstehst nicht. Du weißt nicht, was aus ihm wird. Oh doch. Ich hab's gesehen. Du verstehst nicht, was Ruvik eigentlich will. Dann sag's mir. Was will er denn? Er will Leslie. Dann geht es um sein kleines Forschungsprojekt. Verarsch mich nicht. Ich habe einen Auftrag. Er darf den Jungen nicht bekommen. Leslie ist der Einzige, den er... Um. Er hat ihn erschossen. Sie hat ihn erschossen. Oh mein Gott. Sie haben Jonah getötet. Ihr Schweine. Och, nicht schon wieder so tief. Ja, abgeschlossen. Sehr schön. Kapitel abgeschlossen. Dann speichern wir. Ja. Nun gut. Dann werde ich jetzt hier wieder Ende machen. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.